Na, gucken wir mal, ob wir hier irgendwie weiterkommen. Also mit dem Schwert kommen wir wahrscheinlich nicht so gut weiter. Hier sind wir stehen geblieben. Okay, 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 okay. Das war also die Stelle mit dem Autosave. Wir brauchen auf alle Fälle was zu futtern, weil das hat nicht ausgereicht, was ich habe. Das heißt, den Kampf mit den Wölfen, weiß ich nicht. Entweder habe ich mich noch zu glatt angestellt. Apropos zu glatt, wir sollten mal gleich ausrüsten. So. Das ist ein bisschen umständlich hier gemacht. Ausrüsten. So. Und ausrüsten. So. Und ausrüsten. So. So, dann machen wir mal Spiel speichern. Okay. Warte mal, da haben wir noch was. Ich gehe mal erstmal hier an der Seite vorbei. Vielleicht ist hier noch was zu essen. Eine leere Flasche. Ist zwar nichts zu essen, aber immerhin. Ich gehe erstmal dem Viehzeug hier vorbei. Also das kann was Großes werden, dieses Spiel. Definitiv. Das kann was Großes werden. Was ist das hier? Dietrich, okay, Moment mal. Ich habe bloß einen. Ich schaue erstmal rein, was wir hier finden können. Pfeile, Erzbrocken, Münzen. Na, ich nehme erstmal alles mit. Ups, so. Essenz der Heilung. Das kann nämlich gar nicht mal so schlecht sein, wenn wir gegen die Wölfe antreten. Na, ein Peacemaker. Ja, ich bin noch bei Maus und Tastatur. Okay. Ja, für die Kämpfe mag das besser gehen, aber ich bin so ein alter Maus-Tastatur-Fan eigentlich. Weiß, also, vielleicht stöpse ich mal nachher um. Weiß ich noch nicht. So, danke. Ist jedenfalls ein sehr schönes, also dafür, dass es ein Prototyp ist, ja, spielt sich schon erstaunlich gut. Also besser als viele Early Access Titel, die man sonst so findet. Und B, ist es auch sehr weit fortgeschritten. Aber, also es hat einen gewissen Flair, wie man das von früher kennt, aber es ist nicht, ach, hier sind wir jetzt. Achso. Ist aber eben halt nicht 1:1 halt Gothic, wie man es halt kennt. Weil es doch ganz, also zumindest im Kopf ganz anders gestartet ist. Hier geht es auch noch lang, ne? Okay. Was haben wir hier? Da oben ist was zum Einsammeln. Wobei jetzt, naja, ich denke mal, das Zielen ist hier, glaube ich, gar nicht das große Problem. Warte mal, jetzt wo du es sagst, ich probiere es einfach mal. Ich stöpse mal hier nebenbei rein. Man soll ja testen und Feedback geben. So, mal gucken, was das, so. Okay. Das ist Springen. Wo ist Schwert ziehen? Das ist hier, okay. Ja, das ist hier, das ist Menü. Okay. Ja, das könnte vielleicht was werden. Mal gucken. Es funktioniert aber. Wo ist Rennen? Rennen ist hier nicht, hier nicht. Nee. Rennen ist drücken. Okay. Na, mal gucken, wie es dann im Kampf aussieht. Das nicht. X, okay. Das X markiert die Stelle. Ob das hier so funktioniert mit Feuer? Könnte man theoretisch mit Feuer kämpfen, mit den Fackeln? Ja, es, also man muss dazu sagen, ob es jetzt flüssiger läuft. Ich mache mal hier die Option schnell mal. Ich musste ein bisschen was...
dass das sich immer zurückstellt. Eigentlich steht hier das. Warte mal. Und er hat wahrscheinlich wieder die Hälfte abgeschalten. Das hier ist eigentlich alles. Warum ist das hier schon wieder aus? Ach, durch das Laden vom Sterben wahrscheinlich. Ich habe das Post-Processing deaktiviert. Das hat, glaube ich, oder runtergeschraubt. Weil, was ich nicht groß leiden kann, sind dieses chromatische Approbation oder wie es sich schimpft. Ne? Das sieht man hier bei den Viechern gerade am oberen Rand. Auch, dass es eben halt dann so verschwimmt und in die einzelnen Farben, also hier rot, grün, blau zerlegt wird. Also eigentlich ein Linseneffekt, wo hier keine Linse ist, weil, ja, das ist halt nur so ein optischer Drecksfehler durch, also der ja künstlich gewollt ist hier durch die Entwickler, genauso wie halt Lensflares. Ganz am Anfang hat man das sehen können, als es so dunkel war und man mit der Fackel oder eben halt Feuer dort neben einem rumkreuchte, und das hat so eklig geblendet und das finde ich nicht so in Ordnung. Und deswegen habe ich das hier, das Post-Processing, weil man es nicht separat abschalten kann, einfach runtergerät auf Mittel, dann ist das weg. Es wird allgemein ein bisschen dunkler. Und ich denke mal aber auch mit dem wenn man das jetzt ein bisschen heller machen würde, also wenn ich jetzt das Gamma hochdrehen würde, wäre es wahrscheinlich auch richtig optimal. Jetzt weiß ich aber nicht, was noch alles fehlt an Effekten. So, mal gucken, ob wir da noch... So, meine Lieben. Mal gucken, wie es funktioniert jetzt. Mit rechts ist das okay. Wie sind jetzt die Kämpfe? Achso, okay. Ah! War klar. Wechsle ich die Gegner? Ausdauerfeld. Okay, AB ist der schnelle Angriff. Ich muss ja ein bisschen üben hier. Der scheint sich festgebackt zu haben. Ist vielleicht von wegen festgebackt. So viel dazu. Das aktuell läuft es noch ein bisschen besser. Ach komm, war ich zu spät damit mit der Aktion? Oder muss ich das in die Richtung... Hä? So, warte mal, wie komme ich an das Rad dran? Ah so. Na. Benutzen, okay. Es ist gewöhnungsbedürftig, hä? Ich will es benutzen. Ich will es benutzen. Hallo, ich will es benutzen. Warum kann ich es nicht benutzen? Ich weiß nicht, warum ich es nicht benutzen kann. Hier kann ich es benutzen. Hä? So, habt ihr euch wieder geheilt? Nee, zum Glück nicht. Ja, ich glaube, Inventar heilen ist, glaube ich, hier der beste Weg. Benutzen. Habe ich das jetzt benutzt? Ja, 50 von 100. Okay. Hä? Ich glaube, das wird hier nichts. Thank you.
Komm, 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 komm. So. So, warte mal, werden wir noch mal hier einmal Brot essen. So. Warum trifft der denn? Schon mal weg. Na mal, noch mal heilen hier. Sind auf alle Fälle anspruchsvoller geworden. Meine persönliche Meinung. Und ich bin schon wieder blank hier. So, jetzt müssen wir bloß noch den überleben. Ja, man denkt halt, man blockt die richtigerweise weg. Man blockt die, weil man in die richtige Richtung drückt, aber tut man eigentlich gar nicht. Ah. So. Geht das? Schnell mal speichern. Keine Ahnung, ob es funktioniert. Ich tue einfach so, ob es funktioniert. Eieiei. Es geht ein bisschen besser mit Controller. Es steuert sich auch wahrscheinlich ein bisschen einfacher. Das denke ich mal dann nachher eine Sache, wie es dann später noch besser umgesetzt ist. Also ob im Inventar, in den Menüs dann eine Maussteuerung ist oder nicht. Aktuell ist es hier wirklich mit einem Controller besser. So, jetzt bin ich mal gespannt, was wir hier noch mitnehmen können. Eine Münze. Erz. Oh, hier ist ein Brief. So, worunter finde ich das jetzt? Verschiedenes. Ein Buch mit festem Einband, das sich in einem schlechten Zustand befindet. Auf der ersten Seite heißt es, hört die Worte der Götter. Ja, okay. Da steht aber nichts drin. Angriffsnotiz. Okay, diese Notiz hilft vielleicht dabei zu verstehen, was es mit dem Angriff gestern Abend auf sich hatte. Ein zerglühtes Blatt Papier, auf dem ein Text in ordentlicher Handschrift verfasst wurde. Unterschrieben ist er mit den Initialen LS. Was steht da? The shipment will arrive today at 11 o'clock. The railroad tracks are clear. Also die Lieferung wird heute Abend oder heute gegen 11 Uhr ankommen. Die Railroad, also die Schienen, sind frei. Ne? The night shift, 3 guards at the bonfire in the exchange zone, 1 guard at the bridge and 1 at the temple. Also die Nachtschicht, 3 Wachen am Lagerfeuer in der Austauschzone, eine Wache... Oder ein Wächter auf der Brücke und einer am Tempel. The contact confirms that the access is clear. Mhm. Okay. Aber ich habe die Quest dazu noch nicht. Wo geht's hier hin? Gar nichts. Hier komme ich nicht durch. So, wie kann... Achso, Rennen war ja so. Verbrauchsgegenstände... Das sollte man, glaube ich, nicht essen. Ne? In der Regel hat es weder als Nahrungsmittel noch als Handelsware auf dem Markt einen großen Wert. Ach doch, ist ja Wolfsfleisch. Okay. Lässt das Schergen. Mhm.
Ja, wie gesagt, alles weiß ich von Gothic nicht mehr. Das war gerade knapp. Ich glaube, ich stand schon über der Klippe. So, da hinten war ich nämlich schon. Da komme ich ja nur zu Diego wieder. Diego, der in langen Pausen geredet hat. Aber ich habe den das Amulett, das Ding noch nicht gefunden. Deswegen kriege ich das andere Schwert hier noch nicht. Jetzt muss ich mal nochmal was... Hier steht 90 von 100. Ist das hier nur ein Anzeigefehler mit meiner Lebensenergie? Oder... Don't bother me. I have to collect all the evidence before nightfall. Die Beweise, die Beweise. Ach so, ja stimmt. Ich hatte es ab und zu mal aufblitzen sehen. Die Streams, stimmt, dass du das gespielt hattest. So, Bogen. Hinterlassen wir Spuren? Nee, nicht. Das wäre jetzt zu viel des Guten. Ist okay. Hätte ich jetzt auch nicht vorausgesetzt. Das sind dann doch nicht ganz so wichtige Details. Besonders jetzt, wo wir hier frisch anfangen, müssen wir natürlich alles mitnehmen, was wir vielleicht an Heilungsmitteln und Nahrungsergänzungsmittel bekommen. Ah, okay, Anzeigefehler. Ja, ich vermute nämlich auch ganz stark, weil ja, es ist halt ein Prototyp. Also dafür, dass es ein Prototyp ist, lassen wir mal die unglücklichen Grafikeffekte jetzt mal beiseite, ja. Und hier mit Sicherheit sehr viel Debugcode und Co. im Hintergrund agiert. Ich habe ja niedrig. Im Hintergrund arbeiten wird, läuft es erstaunlich flüssig. Was ist das hier? Oh, super. Genau, das mache ich auch immer. Links und rechts. Hä? Warte mal, was hat denn der da gegriffen? Oh, yeah. Oh, finally. I hope there's no scavenger around. I couldn't fight with this. Okay. This circle is the colony. And this is where the elevator exploded. Okay, das fällt ihm ein Pinkeln ein. Oh, yeah. Oh, finally. I hope there's no scavenger around. I couldn't fight with this. Nochmal? Warte mal. Nee. Ich dachte, die Melodie kommt mir irgendwie bekannt vor, aber... So, ich habe jetzt das hier auf... Na toll. Oder ist hier hinten noch was? Nee, da komme ich nicht hin. So, die Musik, soweit ich mich erinnern kann, ist relativ typisch für Gothic. So ein schönes Geschrubbel und Gedudel im Hintergrund. Noch ein Erz. Nichts. Hier komme ich nicht durch. Das habe ich schon mal probiert. Ja, das Alpha-Band. Ich bin gespannt, also wenn es dann zu einem fertigen Spiel führt, wie damit umgegangen wird, dass, okay, dass man wirklich komplett abseits der Münzsammler als Achievement abseits dann auch durch die Gegend topseln kann. Also versuchen kann, hier über die Steine zu springen und. Nochmal ein Pfeil. Okay, das können wir alles einsammeln. Da oben waren wir. Das hatten wir schon. Also wenn es gelootet ist, dann sollten eigentlich die Sachen noch verschwinden, die Markierung. Halt. Noch ein Pfeil. Und
da habe ich jetzt gar nicht drauf aufgepasst, ob die Musik wie Witcher 3 klingt. Wahrscheinlich so dieses dazu Gesinge, beziehungsweise so laut, ne, Gesinge nicht, und Jammern ist auch das Falsche, aber ich denke mal, du weißt, was ich meine. Das ist es, was mir so hängen geblieben ist bei Witcher 3. Oh, nein. Ich glaube, jetzt muss ich mal schnell schauen. Ich glaube, dass ich hier oben das Hauptquest, ein ordentliches Schwert. Das hier ist aktiv, ne? Ne, X ist aktivieren. Jetzt ist aktiv. Sieht man das irgendwo hier? Ne, erst wenn man eine Karte hat oder so, ne? Wo ich hinlaufen muss? Zumindest ungefähr die Richtung wäre super. Das war die Treppe mit... Genau. Kämpfen da welche? Sorry, Beric. It's the best for everyone. Was? You. Caden sends you to kill me, right? Freaking bastard. Was? Ich hab gar nichts getan. Warte mal. Kampfwaffe ziehen, wegstecken ist Y, beziehungsweise R. Das weiß ich noch so. Feind anvisieren, das ist doch das gleiche jetzt nochmal, ne? LT, um auf den Feind zu zielen, der am nächsten ist. Okay. Ausdauer-Strafzeit. Sollte oder deinem Gegner die Ausdauer vollständig ausgehen, dann folgt eine Strafzeit von mehreren Sekunden, bis die Ausdauer wieder anfängt, sich zu regenerieren. Während dieser Strafzeit kannst du nur ablocken und parieren. Angreifen, vorpreschen oder sprinten ist dann nicht möglich. Woran sehe ich das? Das dann aus... Ach so, wenn er so rumtaumelt. Ah, okay. Kampf parieren. Ich bin doch hier. Na. Oh, ich glaube, der sticht mich gerade. Wir essen mal was. Das. Ich glaube, der hat mich gerade getroffen. Ja, er hat mich gerade getroffen. Aber jetzt, wo ich auf die Musik ein bisschen genauer höre, verstehe ich, was ich gemeint ist. Ah, Mist. Nein, nicht treffen. Komm. Verschonen und ihn erledigen. Wir verschonen ihn.
offering us. Thank you very much. Thank you very much, boy. Thank you for putting down your sword. Enough. I'm here to retrieve the pendant you stole from Caden. That's all. What's so funny? Do you really believe that son of a bitch's story? A pendant we stole from Caden? Look, boy, he sold you a pup. Anhängermoment, was meinst du? Es gibt keine Anhänger oder Blutung? Du verlierst viel Blut, Mann, du solltest diese Wunde behandeln und Diebstahl, das verstehe ich nicht. Wenn du ihm nichts geklaut hast, warum hat er mich dann zu dir geschickt? Um sie zu erlegen, wahrscheinlich. Wait, what? You mean there's no pendant? Yes, of course. Although it's not really a pendant. It's rather the key to our business. That's why Beric always kept it hidden. Der ist jetzt tot. I need it back. Do you know where he used to keep it? Oh, shit. I killed him before I asked. In any case, Beric had a very bad memory and used to lose goods before forgetting where he'd temporarily stored them. That's why he wrote everything down in his logbook. It's probably still on his corpse. You can keep it, man. It's all yours. I'm only interested in getting out of this one alive and forgetting all about Caden and his business. Warum hat er ihn dann umgebracht? I'm done. Aber cooler Akzent. Diebstahl. I don't get it. If you didn't steal anything from him, why did he send me to you? Caden, Beric and I made a lot of money on the black market thanks to the king's goods until the elevators collapsed. Caden thought there was a partner in excess, and I agreed. And that's why I'm here. Fewer members, more profits. Now I see my ex-partner wants to be the sole owner of the business. That's why you're here. Mm-hmm. Luckily you didn't kill me, but I hope Caden thinks you did, right? He'll freak out if you tell him the truth. Das ist Zauberfingernägel. You really believe Caden will trust me when I get back? On my word alone. I have no way of proving I killed you. Yeah, right. And that's a problem. Caden doesn't believe anyone but himself. And he'll trust less on a stranger like you. Okay. We'll do this. I'll give you a gift that Caden gave me years ago as a proof of his friendship. I don't think I'll ever need it again. Caden can get a good price for it. He'll give you whatever you agree with him, and I'll have a second chance away from that son of a bitch. It's a win-win, isn't it? Anhänger. Achso, hatten wir ja schon. Okay. Aber es wäre gut, das müsste irgendwie besser zu sehen sein. Obwohl ist es hier, ne? Weil das ist ausgegraut, das haben wir schon, das ist schwarz. Okay. You're losing a lot of blood, man. You should tend that wound. Yeah. You're right. I'll go to the river to clean it. However, I don't think I can survive without any medication or painkiller. But I don't have the strength or energy to look for it. All right. I'll see what I can do. I know I'm not in a position to ask you any favor, but if you help me, I'll be able to escape to the new camp where Caden won't find me. And in the future, I'll be able to return the favor. All right, I'll take care of it. I'll wait for you on the riverbank. And please don't be late. I need those medicines fast, or I don't think I'll get out of it. Klingt ja so, als ob der gleich sterben würde. So, was hat er denn da drin? Ein Logbuch und ein Schlüssel. Das ist für die versteckte Truhe. Was haben wir denn hier? Drücken Sie Bub, um das Inventar zu öffnen. Objekte im Inventar bieten wertvolle Informationen. Dann drücken wir mal Bub, um das Inventar. Und dann haben wir hier wahrscheinlich Questgegenstände. Und dann das Logbuch. Eine Auflistung gestohlener Objekte sowie geheimer Markierung ihrer Ablageorte. Royal Beer, also königliches Bier, Buch bzw. Bücher. Was steht? Ankommender Ring, also nicht, also ungewöhnlicher Ring, rostiges Schwert, Qualitätsfleisch, ein Stück noch, Bücher und Wein und dann Pendant. Das ist nämlich die Kiste, die ich schon aus Versehen gefunden habe.
du hast ihn umgebracht. Aha, skandalös. die Kiste ist nämlich mit einem Schlüssel gesichert. So, jetzt muss ich ihm natürlich irgendwie was zum Heilen bringen. Wie kann ich das denn machen? Was muss ich denn machen? Quest-Tagebuch, Hauptquest ist es wahrscheinlich, ne? Nee, die rote, das ist eine Nebenquest. Aha. Medizin, Saus erschöpft. Ich bezweifle, dass er seinen jetzigen Zustand länger als ein paar Stunden überleben wird. Es sei denn, er bekommt Hilfe. Wenn ich notwendige Medizin finden kann, wird er mir einen Gefallen schulden. Ich habe ja einen Trank gehabt. Ich hatte einen Trank. Den habe ich verbraten, oder? Würfel sind ganz nützlich, um in den verschiedenen Lagern Wetten abzuschließen und auf dem Markt können sie sogar einen guten Preis bringen. 4 6-seitige Würfel, die wunderschön gefertigt wurden, aber unter dem Zahn der Zeit gelitten haben. Sie befinden sich in einem handgefertigten Holzkästchen. Laut Beriks Notiz ist der Schlüssel wichtig, um den Anhänger zu finden, den Caden haben will. Ein alter Schlüssel, der durch ausgiebige Verwendung verrostet und abgenutzt ist. Medizin. Hier, selbst aus der Distanz sieht man die Leichen da hinten. Das muss doch nicht sein. Der wartet jetzt da unten am Wasser. Ach so. Vielleicht finden wir ja in der Truhe Medizin. So, ich hoffe mal nicht, dass der stirbt. So, und das Ganze war hier hinter der Treppe. Liegt jetzt irgendwo runter? This big golden belly sign. So. Where have I seen this before? Was haben wir denn? Wir haben den Anhänger. Wir haben geheim versteckte Notiz, eine Spitzhacke, Pfeil, Erzbrocken, Fackel. Dann gucken wir mal was. So, die Form des Anhängers sieht sehr nach einem Schlüssel aus. Ach, ein primitiver Anhänger in Form eines Schlüssels. Auf der einen Seite befindet sich das Symbol des Gottes Adanos, auf der anderen eine seltsame Markierung. Und die geheim versteckte Notiz? Dieser Text scheint kryptisch auf die Position eines geheimen Ortes hinzuweisen. Ja, die Markierungen sind die Fleischwanzen, aber trotzdem, die habe ich ja schon gelootet, also bräuchten die ja nicht angezeigt werden. This is what I was able to save from the fire. Take it to the stash and don't let the books get wet. By the way, I also left there the sword I told you about. Okay. Haben wir eine Nebenquest? Die Medizin noch? Das sind nur die einzelnen. Okay. Wie könnten wir jetzt eine Medizin rankriegen? Dazu müsste ich ja wahrscheinlich im aktuellen Zustand Medizin finden, weil ich nicht denke, dass wir Medizin herstellen können. Hier sind wir noch gar nicht lang gelaufen, ne? Ah, das ist die Option. Was haben wir denn eigentlich da oben? So, da sind wir hergekommen. Ja. War hier oben? Ne, hier oben ist Diego. Der spielt ein bisschen mit seinem Bogen. Die kann ich komischerweise nicht mitnehmen. Ist wahrscheinlich Diebstahl oder so. Ich hab noch... Well, haven't you found the weapon yet? Nein. Hurry up, Rookie. I can't wait here all morning. Gut, also ich denke mal, das mit der Anzeige, das wird sich dann noch irgendwann klären. Hier fallen wir mal lieber nicht runter. So, das eine Versteck haben wir hier erledigt. Das hier oben. Nichts. So, hier war eins. Das haben wir schon geklärt. Die Truhe.
interessant wäre, ob wir jetzt mit dem Schlüssel, den wir haben, das selber untersuchen hätten können, das Geheimversteck. Das wäre eigentlich... Warte mal, aber ist nur... Ach, das ist auch noch optional. Okay. Aber wo kriegen wir die Medizin her? Ich glaube, es gab hier bloß einmal Medizin, die habe ich versaut und also für mich selber benutzt. Und dementsprechend, ja. Hat er. Oder was? Ach, da ist ja noch was. Okay, du hattest den Schlüssel abgegeben. Ja, mich würde schon reizen, rauszufinden, ob es da irgendwo ein Versteck gibt. Vorsichtig, das hatten wir schon mal vorhin fast. So. Aber ich glaube nicht, dass es diese Option aktuell hier drin gibt, dass man das irgendwie parallel hätte gucken können. Auf jeden Fall ist er jedenfalls ein Böser. Oder nicht ein Guter, wie auch immer. Und wir könnten die Quest abgeben. Naja, werde ich auch machen. Speichern wir bloß vorher. Oh. So, mein Freund. Ach, wir könnten... Ah, wir brauchen sie... Das... Also es würde doch eigentlich jetzt bedeuten, ich komme hier noch weiter. Oder? Wenn er eh böse ist... Ich habe doch gespeichert. Ich hoffe, der hat wirklich gespeichert. Na toll. Hat nicht funktioniert. Ich dachte, ich könnte ihn mal ins Kreuz hieven. Aber leider... Bin ich... Ah ne, schade. Ich dachte, bin ich hier schon hochgeklettert, aber es geht ja scheinbar nicht. Nee. Schade. Dann aber, Moment, dann möchte ich aber eine Sache durchtesten. Ah, warte mal. Hier sind doch noch die Viecher, ne? Wenn hier die Viecher sind... Greift ihr mich an? Ja, ihr greift mich an. Ihr greift mich an. Oh, seid ihr schnell. Au. Ich treff dich. Och, komm. Ich hab nicht getroffen. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Meinst du, dass man da aus dem Dialog rauskommt? Ich weiß es nicht. Okay, ich werd, weil es ist eine Hauptquest. Wieso sollte man dann aus dem Dialog rauskommen? Aber da ist eine Stelle, die habe ich mir noch nicht angeguckt, da hinten. Da, genau die Stelle. Wo da gerade der Charakter sitzt. Da will ich vorher erstmal hin. Bevor ich die Quest abgebe. Das will ich mir ein bisschen angucken. So. Dass man echt es nicht mehr schafft, gegen das Viehzeug da anzutreten. So, wir werden doch bestimmt... Ja, hier lang laufen können. Oh, da ist nochmal ein Pisspot. Warum stehen hier so viele Pisspötte? Den kann ich aber nicht benutzen. Doch, kann ich auch. Ach so, ja, das war, ist natürlich... Ja, nee, die Scavenger sind da drüben.
Das kann sein, genau, dass man vielleicht dann erstmal noch was anderes machen will. So wie der Fauxpas bei mir mit The Outer Worlds, wo ich gegebenenfalls lieber die Hauptquest am Anfang nicht weitergemacht hätte, damit habe ich alles... Oh, warte mal. Kochen. Du kannst dir deine eigenen Mahlzeiten kochen, diese können ein paar Gesundheitspunkte wiederherstellen oder bestimmt werden einen vorübergehenden Schub bringen. Ah, okay. Und hat mir dann eben halt eine komplette Questreihe verblockt und verbockt dadurch. Kein Rezept. Ah, okay, wir brauchen Rezepte dafür. Ist hier noch irgendwas? Nein. Hier war ich noch gar nicht. So, ihr seid fällig. Fackel. Da sind noch ein paar Viecher. Versiffte Stiefel als Achievement, okay. Also, dass man selbst hier die Achievements mit eingebastelt hat in einen Prototypen, finde ich auch interessant. Ach, guck mal, was ist das hier? Kunden und Geduck gehen. Okay. Was war das hier? Wie ist denn das hier? Wie gehe ich denn hier geduckt? Ach, da, so. So, wenigstens hier. Ja. Dann haben wir jetzt, glaube ich, das Versteck, das Lager gefunden. Ring des Jägers. Da warst du auch nicht. Zis, 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 zis. Okay. Reisschnaps, das sieht gut aus. Und da war gerade ein schönes Schwert, sehe ich gerade. Ein Langschwert. Das ne... Wir haben eine brauchbare... Ich vermute ganz stark, also kriegen wir das andere Schwert? Na, mal gucken. Waffen. Ja, ich glaube, das ist um Längen besser. Und was haben wir hier? Ring des Jägers. 25 Energie, ne? Ring des Jägers ist von Experten angefertigt worden und symbolisiert den Kreislauf von Leben und Tod zwischen dem Kopf und dem Schwanz eines Greifvogels. Aha. Der Ring des, dieses Typs verstärkt für gewöhnlich bestimmte Fähigkeiten des Trägers, wenn er die richtigen Tiere jagt. Das auch noch. Ach so, wegen Greif wahrscheinlich. Erhöht den bei flugunfähigen Vogelwesen verursachten Schaden. Ja, den legen wir an. Versteht sich von selbst. Versteht sich von selbst.